Hi, heute habe ich für euch einen Medion Laptop in 11,6 Zoll Größe mit Touchscreen, da kommen wir aber gleich zu. Wir haben das Modell E2293 mit Full HD Display auf 11,6 Zoll und 1920x1080er Auflösung. Integriert hat es Bluetooth, USB 2.0, USB 3.0, Micro SSD, ein Mini HDMI und USB Typ C. Wir haben bei diesem Modell jetzt 128 GB eMMC Speicher und 4 GB RAM verbaut. Ausgeliefert wurde es ohne OS. Es gibt es auch mit Windows 10. Ich habe das Windows 10 jetzt selber organisiert und drauf installiert. Und ich möchte euch heute das einmal vorstellen, performance-technisch, so ein bisschen die Tablet-Funktion. Wie sieht das aus? Funktioniert es gut? Ist es flüssig? Ist das Display gut? Wir sprechen hier von einer Preisklasse von 350 Euro, also nicht mega teuer. Ist auch von Medion ja bekannt, dass es nicht grundsätzlich teuer ist, solange man nicht gerade ein Erazerbook hat. Zu den neuen Funktionen oder Features kommen wir aber jetzt gleich. Im Lieferumfang befindet sich das Notebook und das Netzteil. Das Netzteil finde ich jetzt persönlich relativ kurz, wenn wir uns das hier mal angucken. Das ist schon alles, das erinnert mehr an ein Ladekabel von der Länge vom Handy her. Wahrscheinlich hat es auch nicht mehr Leistung. Grundsätzlich macht dieses Gerät einen wertigen Eindruck. Ist ein Metallgehäuse, kein Kunststoffgehäuse. Auf der linken Seite haben wir den Netzteilanschluss, USB 3.0, Mini HDMI und USB Typ C. Auf der rechten Seite haben wir den Powerknopf. Ich gucke mal, dass man das auch erkennt. Den Powerknopf, den Kopfhöreranschluss. Wir haben einen Micro SD Steckplatz und wir haben USB 2.0. Wenn wir uns dieses Gerät jetzt mal genauer vornehmen, grundsätzlich sieht es auch im aufgeklappten Zustand sehr, sehr schick aus. Es ist ein verspiegeltes Glanzdisplay. Sicherlich wird es draußen unter Sonneneinstrahlung etwas nachteilig sein, aber grundsätzlich finde ich es jetzt vom Anzeigen her, von den Farben her, das werden wir gleich sehen, finde ich es durchaus nicht schlecht. Dann schalten wir ihn einmal ein. Kurz eine Sekunde gedrückt halten. So. Wenn er dann hochgefahren ist, klar, man hat dann im Endeffekt den ganz normalen Touchscreen-Funktion. Man kann im Prinzip ganz normal, wie man es vom Tablet her auch kennt. Zu der Tastatur gehe ich jetzt auch gar nicht weiter ein. Touchscreen ist klar, er hat sogar einen Fingerabdrucksensor. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich zeige das mal eben. Das ist auch ziemlich, ziemlich genial. Aber was jetzt richtig genial ist, klappt man ihn um. Ich zeige das einmal. Dann springt er auf den sogenannten Tablet-Modus. Die Tastatur wird in dem Moment deaktiviert. Die ist ja nun hinten. Da kann ich jetzt drücken, was ich will. Die ist deaktiviert. Und ich habe jetzt den ganz normalen Tablet-Modus, ne, wo ich dann ganz normal, was weiß ich, den Edge starten kann. Von der Performance her finde ich es jetzt persönlich nicht sehr so schlecht. Ich finde das ganz gut. Zum Beispiel, ich mache mal ein bisschen Schleichwerbung, was weiß ich. Internettechnisch, wie gesagt, performance-technisch ist es mehr als ausreichend. Das Startmenü. Ich kann jetzt hier ganz normal scrollen, wie ich das so von Amazon kenne. Ich kann auch zoomen, wie auch immer. Wie halt beim Tablet, er dreht automatisch. Und sollte ich das Ganze wieder rückgängig machen wollen, drücke ich das einfach wieder rum. Und ich habe wieder ganz normal meine Startleiste etc. Grundsätzlich zur Akkulaufzeit kann ich nur so viel sagen, er hält mega lange, also mindestens 10 Stunden, 11 Stunden. Selbst wenn ich permanent WLAN nutze, er hält echt lange. Und das ist auch die Voraussetzung, wenn man ihn unterwegs mitnehmen möchte, möchte man ja auch nicht alle 2 Stunden laden. Klar, wir sprechen hier von einer Preisklasse von ca. 350 Euro. Nutzt man das wie ein Tablet und zwischendurch auch mal als Notebook mit einem externen Bildschirm dran oder Maustastatur, ist das Ding durchaus geeignet für die normalen Arbeitsschritte oder Arbeitssachen, die man am Alltäglichen braucht. Eventuell für Homeoffice oder für die Arbeit. Wird Excel dadurch, dass er eine Full-HD-Auflösung hat, ist er auch vom Display her extrem gut, also richtig gut scharf für die Preisklasse. Da kann man, glaube ich, von anderen Herstellern nichts Besseres erwarten.
Möchte ich jetzt natürlich High-End haben, brauche ich schon andere Hersteller oder halt Preisklassen. Da bewegen wir uns dann aber auch bei 700, 800 € und aufwärts. Es sollte jetzt auch nur so eine kleine Einführung sein. Was hat es? Ist es im Endeffekt gut? Ist es schlecht? Ich selber würde es wieder kaufen. Ich habe es jetzt für meine Partnerin gekauft. Sie ist durchaus zufrieden damit. Sie hat das jetzt schon seit einer Weile. Ich wollte bloß nicht am Anfang jetzt schon ein Video dazu machen. Ich wollte selber erstmal Erfahrungen mit ihr zusammen sammeln, ob das jetzt überhaupt was taugt oder nicht. Manche sind sich skeptisch. Medion ist ja jetzt ein relativ günstiger Hersteller und dann ist man skeptisch gegenüber, ob man jetzt HP Lenovo kauft oder Medion. Aber wenn ich jetzt unsere Firmenlaptops, die sind jetzt von namhaften Herstellern, vergleiche mit dem, privat würde ich diesen kaufen. Ich würde auch größere, den gibt es auch noch in größer, in 14 Zoll, in 14,4, 15 Zoll. Ist je nachdem, was man möchte. Für die Couch, er wiegt nicht viel, er ist schön leicht. Also es ist ein sehr kompakter, kleiner, schmaler Laptop. Wenn euch das gefallen hat, ihr könnt mich gerne abonnieren. Da würde ich mich freuen. Gerne nach da unten. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Schreibt eure Kommentare rein. Ich versuche alles so weit wie möglich zu testen, für euch zu beantworten, wenn ihr was wissen wollt zu dem Laptop. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag.